Er macht aber nichts, alles gut. Auf die Kohle können wir jetzt erstmal gepflegt reinlassen. Und auf den können wir auch Pflicht einpupsen. Der interessiert mich nicht mehr. Okay, da wird es noch lang gehen. Da sind wir gerade lang gelaufen, jetzt laufen wir hier mal lang. Mein Primärziel ist erstmal Matti finden. Jetzt sind wir ja auf der dritten Etage, da muss er irgendwo sein. Habe ich mal nachgelesen. Frage ist nur wo. Log 6. Es ist ein klares Muster erkennbar. Ich bin zwar kein Spezialist, aber ich sehe es. Es ist nicht mehr einfach nur ein System. Oh Gott. Es ist eine Entität. Es ist überwältigend. Unmöglich, es nicht zu bewundern. Jeden Tag entwickelt es sich weiter. Geister und Echos durchziehen den Code. Die ursprünglichen Prozesse sind mit Millionen von anderen. Ja, ist ja gut, lass mich doch mal raus. Okay, wir haben das komplette Set. Um darüber zu kommen, brauchen wir den Aufzug. Okay, den könnten wir jetzt da holen, aber ich habe jetzt keine Lust, den noch zu holen. Noch nicht. Ich will Matti finden. Holla, wo fall ich denn überall durch? Auf den Selbstmord hat das Spiel sich jetzt nicht vorbereitet. Ach nee, jetzt ist der Bug wieder da. Ach, come on. So, hast du dich wieder gefangen? Ja. Das ist schön von dir, liebes Spiel. Bitte, OBS hat sich auch wieder gefangen. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität und sollte auch deine sein. Ich würde noch mal hier hochgucken wollen. Ja, da ist mich nur zufrieden. Ob hier noch irgendwas sein könnte. Ich würde die Quest gerne noch haben wollen, aber wie gesagt, die muss ultra gut versteckt sein. Oh ne, komm. Oh komm, spielt mal mit jemand anderes, nicht mit mir. Hm. Lass mir gerade extra ein bisschen Zeit zum Gucken. Ich weiß, dass ich Schaden kriege. Es geht jetzt nur rein darum, um rauszufinden, wo wir noch hin könnten. Aber hier ging es doch auch nicht mehr weiter, oder? So viele Möglichkeiten gibt es hier nicht mehr. Hier ist eine Schicht. L-Schichto.
zweite Etage. War denn das jetzt hier noch nicht? Ah, jetzt sind wir hier wieder. Ja, warte mal. Ja, wartet mal. Dann könnten wir noch mal kurz woanders hingucken. Was ist denn jetzt hier eigentlich? Geht es hier noch irgendwie weiter oder? Was willst du jetzt? Da. Na komm. Schaut mal, hier ist jetzt eine neue Fläche. Aber macht die uns irgendwas? Die uns irgendwas Neues? Guck mal, hier können wir hoch. Hier hinten ist was. Okay, noch keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Aber hier ist ein neuer Weg. Daran vorbeiquetschen? Weiß ich nicht. Ne. Okay, wir können mal den Weg da weiterlaufen. Vielleicht finden wir da mit die. Was ich gelesen habe, ist, wichtig ist, dass der Aufzug auf Stufe 3 oben ist. Das haben wir geschafft. Oh mein Gott, erschreck mich nicht. Ist ja gut. Nein, nicht runterfallen. Oh Mann. Ich bin gerade nicht zu fassen. Feierabend. Hier? Geht's theoretisch runter. Ich möchte aber noch nicht runter. Wenn ich ganz ehrlich bin. Was sind wir da? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Bloß. Wohin jetzt genau? Wohin genau? Guck mal! Da ist er! Da ist Maddie! Wie kommen wir dahinter? Da ist Maddie! Die sieht nicht mehr so ganz frisch aus. Wie kommen wir zu dir, Süße? Wir haben Maddie gefunden. Wir müssen nur noch herausfinden. Müssen wir jetzt wirklich von da oben runterspringen irgendwie? Nee. Was war jetzt für ein Arsch, oder? Nee, hier waren wir noch nicht. Alter, hast du mich erschreckt? Ich habe ja gar nicht gesehen. Nee, Freund. Nee. Nein, 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 nein. Ah, vielleicht doch. Okay, wir haben Maddie gefunden. Wir wissen schon mal, wo die ist. Jetzt müssen wir doch noch schauen, wie wir da hinkommen. Ist das nochmal hier so richtig verzwackt und verzwickt? Das könnte doch hier... Wir sind richtig.
Ey, Maddie, Kleine. Och nö, die ist tot. Ach Mensch, auch das ist ja sehr enttäuschend. Ach Mann, es war zwar nur eine Maschine, aber ich glaube, da war einfach nur auch Persönlichkeit von seiner Tochter drin. Ach, das arme Ding. Hier wäre Matti gefunden. Dann müssen wir ihm jetzt noch die beschissene Nachricht übergeben. Wo sind wir jetzt hergekommen? Von hier, ne? Wir müssen hier lang. Da haben sie aber noch mal was aufgebaut. Auch noch mal so eine Tür. Hoppala. Ach, guck mal. Einer schaut. Nur wegen Kohle. Da möchte ich aber jetzt nicht hin. Ich würde nicht jetzt einfach nur zurücklaufen wollen. Ach, das geht ja gar... Moment, da können wir auch noch das Teil holen. Hoppala. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Entschuldigung, Panik. Ich würde noch eine Stelle ab... Oh nein. Ach, ich weiß, wo wir sind. Aua, 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 aua. Wenn ich weh. Oh nein. Ach scheiße, der Aufzug ist ja gar nicht mehr da. Aber es ist okay. Aber es ist okay. Ich will an einer Stelle noch was schauen. Genug Lebensenergie haben wir. Da kommen wir auf jeden Fall hin. Und zwar hier lang. Ist auch egal, wenn wir drauf gehen. Die Kohle ist jetzt, ja, Altmetall ist jetzt zwar ein bisschen ärgerlich, aber wir können so viele Kisten knacken. Ich glaube, wir gehen nicht jetzt, ach nee, dich auch, was machst du denn? Jetzt bist du auch noch hier. Ich will doch nur mal kurz in den einen Raum noch mal reingucken, als wir vorhin nicht weitergekommen sind. Weil unten ist er jetzt auf. Da ist ja kein Thema, da kommen wir hin. Aber wir hatten ja noch mal so eine Tür. Ob die jetzt auf oder zu ist. Das würde mich noch brennend interessieren. Ist okay, ist okay. So, sind wir jetzt nicht hier? Glaub? Ja. Da jetzt durch. Aua, du bist doch ein. Das war nicht nett. So. Aha. Hier ist nicht auch auf. Können wir uns so erstmal hier umgucken? Weil wir sind jetzt nicht mehr mit dem Optimum hier, aber er ist. Was? Utopia-Startfreigabe erteilt. Auf finalen Countdown vorbereiten. Moment. Bist du schon der Endboss? Hallo? Hallo? Ich denke, ich habe die Quelle unserer aktuellen Sicherheitsprobleme ausfindig gemacht. Ist es intelligent? Dachte? Manchmal? Bewusstsein? Oh, geht so? Ehrlich, wir wollen Ihnen nicht wehtun. Ja, okay, ich dir auch nicht. Aber das wird ihn nicht retten. Ich empfehle Terminierung. Was? Moment! Lass uns noch mal reden!
Okay. Tut mir leid. Hallo! Hallo! Ja, wer bist du denn? Ich bin jemand, der keinen Schaden an dir macht. Wolltest du mal gesagt haben? Ach du grüne Kacke! Ah doch, ich mach Schaden. Geht sogar. Aua, hör doch mal auf. Bist du der Boss? Oder bist du nicht der Boss? Ich hab keine Ahnung. Aua! Ei. Okay, ich bin tot. Ich bin jetzt extremst verunsichert, ob das jetzt der Boss ist. Okay, jetzt würde ich doch mal in die andere Tür noch mal reingehen wollen. Wo bin ich denn jetzt? Okay, ich wäre wieder da. Ich hätte volle Energie. Okay. Entschuldigt, aber ich... Jetzt ist die Neugier da. Ja, warte mal, wo muss ich lang da? Lasset mich mal ganz kurz zufrieden. Ich habe einen Auftrag, Bildungsauftrag. Entschuldigung, lass es mal vorbei. Danke. Du musstest das jetzt unbedingt machen, ne? Das war jetzt dein spezielles Bedürfnis. Entschuldigung. Ja, hallo. Auf Wiedersehen. Achchen. So, nun müssen wir nochmal hinlaufen. Ich weiß nicht, jetzt nicht, was jetzt was ist. Was ist dann die Tür da unten? Außerdem will ich unbedingt auch Dings abgeben. Entschuldigung. Ja, auf Wiedersehen. War schön mit Ihnen. Ja, Entschuldigung. Ja, ich weiß. Ich störe Ihre Ruhe. Alles gut. Sie. Ah, da müsste ich ja den Aufzug nochmal komplett nach unten holen. Ah, das ist schlecht. Das ist nicht gut. Moment mal. Könnten Sie mir mal ganz kurz helfen? Wie kann ich denn nochmal... Entschuldigung. Ja, jetzt lassen Sie mich doch einfach. Ich will doch mit Ihnen gar keine Schere reinhaben. Nein, jetzt kommst du auch noch wieder an. Hör doch mal auf. Entschuldigung. Aufzug, schnell. Oh, ey, puh, Jetzt habe ich gerade ein bisschen wieder die Orientierung verloren. Ist das jetzt da unten? Ach ja, jetzt sind wir hier wieder, okay. Oh, Entschuldigung. Hier ist die Feuerwehr, machen Sie mal kurz Platz. Schön, dich zu sehen. Jetzt haben wir erstmal eine ganz beschissene Nachricht für dich, mein Freund. Du hast sie nicht gefunden, oder? Doch. Das ist alles meine Schuld. Ich hab sie gefunden. Erkennst du das hier? Ja, das ist Maddies. Wo hast du das her? Geht es Maddie gut? Ist sie verletzt? Bitte, was ist passiert? Ja, vielleicht geht's ihr nicht mehr ganz so gut. Ich habe versucht, sie zurückzubringen, aber... Sie war schon tot. Es tut mir so leid. Sagte der Mann im Mickey Mouse Kostüm. Ich habe schon wieder versagt. Ich habe es versucht. Wirklich versucht. Ich dachte, ich könnte es wieder gut machen. Aber am Ende war alles meine Schuld. Oh, wir haben ein Achievement gekriegt. Und Vital Boost. Gibst du uns noch was? Das war's wohl. Ich habe es versucht. Okay. Hey. Alles gut, mein Freund. Alles gut. Achso, wir haben ja gar kein Ding. Was haben wir jetzt eigentlich gekriegt? Vitalboost? Ist das... Was ist denn der Vitalboost?
Als ob ich mir die ganzen Bezeichnungen merke. Also das ist nur so ein Ding. So ein läppisches Ding dafür, dass ich dir deine tote Tochter zurückgeholt habe. Schämen Sie sich. Schämen Sie sich. Mann, ich bin echt am Überlegen, ob ich jetzt... Bitte vergiss nicht. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität. Das und sollte auch deine sein. Wieder hier? Ach nee. Wir müssen einmal den Aufzug echt wieder runterholen und zur Not nochmal hochfahren, wenn ich merke, dass das doch nicht, das sind diese Zara-Kide-Aktionen. Aber das bin ich doch hier richtig. Der lebt ja noch. Der kommt ja noch mal. Ich habe ich total vergessen. Es tut mir echt leid. Okay. Auf die Gefahr hin. Dass wir den Aufzug wieder nach oben fahren müssen wir eigentlich nicht. Doch, müssten wir. Ah, wir werden jetzt mal sehen. Ich will jetzt wissen, was in der Tür ist. Huch. Benötigst du Hilfe, Warren? Nein. Ich will nur mal gucken. Komm jederzeit wieder. Mach ich. Wo geht's denn hier lang? Oh, das ist nicht gut. Sei es mir nicht böse, hast du denn was versteckt? Ja, natürlich hast du denn was versteckt. Ja gut, ist egal, komm, es gibt mir jetzt nur ein ums Alte. Aua. Aua, hör auf jetzt, du trotteliges Ding, du. Was haben wir denn hier jetzt alles? Oh, hier haben wir nochmal ein komplett neues Gebiet. Oder auch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Was? Ja, Tatsache, das ist der Endboss. Wir sind beim Endboss. Hier ging es auch lang, oder was? Hä? Wo bin ich denn da jetzt? What? Wo bin ich denn da jetzt rausgekommen? Hä? Ich finde den Eingang nicht mehr. Entschuldigung. Wo haben sie denn mich jetzt da? Also. Was halt jetzt Ultra? Ach, guck mal, wie er da wartet. Ich hätte gern meine Rüstung noch aufgepimpt. Aber. Wo bin ich denn jetzt da raus? Ah, guck mal. Und dann laufen wir einfach mal zurück. Pimpen unsere Rüstung auf. Ne, warte mal, das ist wieder total falsch. Moment, falscher Weg. Bin durcheinander. Hier, ach hier!
Weil das ist ja überhaupt kein Thema, dann sind wir ja schnell hingelaufen. Ah, da gibt es mehrere Wege zum Endboss. Ich verstehe, ich verstehe. Oh, da ist noch irgendwo was versteckt. Aber wo? Da oben. Da oben ist es irgendwo, oder? Da oben. Heuer wieder nur mit irgendwelchen komischen Schwachsinnsprüngen hin. Ach komm. Ich hätte wetten können, dass es da oben ist. Aber nein, ist es nicht. Hä, was soll denn das sein? Ist mir jetzt auch egal. Okay, jetzt geht's hier rein. Benötigst du Hilfe, Warren? Wir saven mal. Und leveln unser Mauskostüm. Ist nur die Frage, was kostet der ganze Spaß? 44, alles klar. Und du? 14. Kann ich... Wir bleiben bei der Axt, ne? Okay. Jetzt müssen wir an unsere... Halt, ne Quatsch. Jetzt müssen wir an unsere Ersparnisse ran. Oh Gott, das sind ja 20.000. Die denn hier? Also, aufrüsten ist jetzt, denke ich, nicht das Problem. Die Frage ist, wollen wir das? Okay. Was ist denn der beste Nutzen-Kosten-Faktor? Es geht halt noch, da geht es halt gleich mal um 5 Punkte hoch. Der Helm? Nicht so viel, braucht aber dafür ein Nano mehr. Die Frage ist, brauchen wir Nano unbedingt? Ach Gott, was rechne ich denn? 1, 2. 3, 4. Achso, hier ist besser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eins bräuchte ich noch, um sicher zu gehen, dass ihr vielleicht doch noch eine Waffe hochpushen könnt. Das heißt, wir machen nur... Okay, ist egal. Komm, mach mal. Körper. Helm. Ein Bein. Und die Arme. Weil dann haben wir jetzt zwar außer einem Bein alles hochgelevelt, haben aber noch die Chance, eine Waffe komplett hoch zu pimpen. Wenn wir merken, das funktioniert mit der Waffe hinten und vorne nicht. Okay. Und jetzt mache ich noch was. Jetzt gibt mir eben den kompletten Rest. Dann brauchen wir das hier nicht mehr. Injektion war das, ne? Und nehmen wir nämlich nochmal sowas mit. Ich will auch nochmal ein Level aufsteigen. Das tut ja jetzt auch nicht mehr weh. Jetzt haben wir nämlich 12 Ladungen. Haben eine unverwüstliche Iron Maus Rüstung. Eine Axt des Verderbens. Wir gehen jetzt zum Endkampf. Sei vorsichtig da draußen. Ab zum Endkampf. Müssen wir einmal hier durch. Einmal hier durch. Okay. Bin gespannt. So, also gut. Auf geht's.
Uiuiui, das ist ja... Au. Das sieht aber gut ab. Eieieiei. Aua, hör doch mal auf damit. Trefft ihn nicht mehr. Was ist denn das jetzt hier? Was hast du für Probleme mit mir? Gut, dass wir so viel Heilung mitgenommen haben. Autsch. Mit dem schnellen Angriff, das kann ich vergessen. Langsam Angriff. Ne. Jetzt bin ich's wieder. Alter, bei mir gehen hier die Heildinger weg wie bei einem Semmeln. Aua, was sprichst du denn, du böses Ding? Aua, oh. Ah, ja, jetzt ja gut. Es ist ja wohl das Letzte, was du mit mir machst. Trefft ihn nicht. Hä? Ich treffe ihn nicht. Ich kann auch nichts anvisieren. Ah ja, ist gut. Kleines Treffproblem. Hä? Ich treffe ihn nicht mehr. Ey, Papa Schlumpf. Hör mal kurz auf. Wir müssen mal reden. Warum koi die denn immer treff? Nochmal. Aua. Hä? Warum? Hä? Habt ihr nicht mehr treffen können? Gar nichts. Was ist jetzt der Trick? Meshta, was ist denn dein Trick? Wenn ich dich fast runtergeprügelt habe, dass du überhaupt keinen Schaden mehr nimmst oder was? Und nur noch austeilst? Ich bin wieder da! Das war aber eine Treffersalve. Geschieht mit mir.
Also ich verstehe, weiße Stellen gut, hohe Stellen treffen ist nicht. Das ist jetzt korrekt? Aua. Hui! Ja, ja. Okay, jetzt müssen wir noch die Beine... Das ist alles gut. Meister, wir haben gerade wieder so ein kleines Problem. Ich habe auch nichts zum Analysieren. Was ist der Trick? Aha. Habe ich dich. What zum Teufel, du hast noch nicht mal... Oh Gott, nein, du bist so... Oh Gott, jetzt bist du richtig... Oh nein. Götter sollten erschaffen, nicht zerstören. Eieiei. Okay, Schläge unterbrechen ist nicht. Okay, mit dir kann ich leben. Uiuiuiuiui. Heilung. Danke. Ist ein Feigling und ein Mörder, hm? Wir können nur hoffen, deinem Beispiel gerecht zu werden. Oh oh. Puh! Oh je, Mini. Oha. Nochmal auf damit. Oh oh. Hab ich ihn? Hab ich ihn? Ich hab ihn. Ui. Juhu. Seit über 4 Tagen dunkel. Die Raketenstarts laufen weiter, aber wir konnten niemanden innerhalb des Komplexes erreichen. Ich will, dass Sie ein Team da reinbringen. Nutzen Sie Drohnen und Bots für die Aufklärung, aber ich will Leute vor Ort. Stellen Sie eine Kabelverbindung her, damit wir den Feed sehen können, wenn die Operation läuft. Und schicken Sie jemanden rauf in den unteren Orbit. Unsere Satelliten dort fangen eine nicht identifizierte Partikelemission vom letzten Start auf. Bislang ist sie inaktiv, aber sie unterscheidet sich komplett von allen bisherigen Resolve-Ladungen. Ich will wissen, womit wir es hier zu tun haben. Mr. Secretary, wir sind in Position. Kabelverbindung hergestellt. Wir haben gemäß der normalen Vorgehensweise Aufklärungsdrohnen reingeschickt, allerdings kurz nach Einsatz Kontakt verloren. Die Spezialeinheit rückt jetzt ein. Was zum... Captain? Captain! Ich will sofort ein weiteres Team da drin. Bleib in deinem Häuschen.
haben uns befreit! Das ist unser goldenes Ticket. Werd meinen Arsch hier rausbewegen. Ja, das war's wohl mit The Search. Wir sind durch. So, ich mach mich mal wieder so bildtechnisch rein. So. Da bin ich wieder. Ja, wir sind durch. Also, alle Ziele erreicht, die ich wollte. Wir haben's geschafft, den Superanzug zu holen. Wir haben Maddie zurückgeholt. Wir haben eigentlich jede Sidequest erledigt, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und relativ souverän den letzten Boss gelegt. Das ging flotter als erwartet. Also ich dachte jetzt, da werde ich einige Zeit dranhängen, aber der war okay. Das war einfach, ja gut, den ersten, den letzten Boss jetzt, die erste Phase zu beenden. War jetzt reiner Zufall und gedacht, komm, ich geh jetzt einfach mal hin. Drück mal, was passiert. Hat wohl geholfen. Und dann ging die zweite Phase los und bei dem war es ja einfach nur mal so zu schauen, wie er schlägt und dann im richtigen Moment zuschlagen. Das hat ja gepasst. Hat Spaß gemacht. Hat echt Spaß gemacht. Ich finde es schade, dass das Spiel nicht diese Aufmerksamkeit bekommen hat, die es verdient hat eigentlich. Finde ich. Also ich fand es echt gut. Waren coole Ideen dabei. Zum Beispiel die Geschichte mit den Teilen abschlagen und daraus dann seine eigene Rüstung basteln. Auch das Upgrade-System fand ich cool. War echt eine schöne Geschichte. Und dass es eben am Schluss auch nochmal so diese Nano-Geschichten gab, dass es einfach nochmal richtig hoch pushen kann. Das hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Und ich denke, der zweite Teil, der wird ebenfalls von mir gespielt. Vielleicht nicht jetzt sofort. Gucken, was ich mir jetzt ausdenke, was ich spielen möchte. Aber ich denke, der zweite Teil wird definitiv kommen. Bloß wann, das weiß ich noch nicht. Und der zweite Teil ist so ein bisschen so open-worldig, habe ich mal gelesen. Das heißt, es könnte durchaus interessant werden. Was ja Fakt ist, ist halt leider so, die Rakete ist gestartet und das Desaster nahm seinen Lauf. Ich gehe mal davon aus, dass im zweiten Teil dann die ganze Welt betroffen ist. Und wir werden wahrscheinlich in so einem größeren Teilabschnitt quasi aktiv werden. Was wir jetzt noch machen können, ist einfach mal interessehalber, das werde ich jetzt aber nicht aufs Video mit draufnehmen, das werde ich dann nur für Twitch jetzt einfach mal machen, weil an dieser wenn das Outro abgelaufen ist, werde ich dann die Aufnahme auch beenden. Aber wir können ja dann nochmal schauen, was ist denn jetzt eigentlich im New Game Plus? Habe ich jetzt meine Rüstung noch? Habe ich jetzt noch die Waffen? Oder wie fange ich jetzt an? Das würde mich jetzt noch interessieren. Ja. Dann würde ich sagen, lassen wir nochmal das Intro einfach mal fertig laufen. Wir sind schon bei der QA. Das heißt, Qualitätsmanagement läuft schon, es sollten eigentlich nicht mehr ganz so weit sein. Ich muss mal ganz kurz bei mir was schauen.
Tja, und die Musik, die haben wir ja zu Genüge gehört. Die war ja, in jedem Safe Room war die ja quasi unser Heilsbringer-Musik. Ganz wichtig. War immer sehr beruhigend zu wissen, okay, die Musik ist da. Wir sind safe. Wir sind einfach nur safe. Ja, schönes Spiel. Hat mir echt Spaß gemacht. Einfach auch mal was anderes. Ich mag ja das Genre sehr und ich meine, immer Dark Souls ist ja dann irgendwie auch mal langweilig. Ja, mal was anderes probieren. Mal anderes testen. Und Lord of the Fallen hat mir ja von denen, von Deck 13, glaube ich war das, ne? Deck 13, auch schon sehr gut gefallen. War auch mal ein bisschen was, obwohl, ne, war nichts anderes. Sie haben einfach Dark Souls geklont. Und hat aber trotzdem Spaß gemacht. Also auch das ganze Universum hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und das soll es ja auch, tun das ja die Spatzen von den Dächern pfeifen, wohl ein zweiter Teil in Bearbeitung sein. Da bin ich mal gespannt. Also den werde ich mir auf jeden Fall auch ansehen. Wen es interessiert, Lord of the Fallen ist bei uns auf dem Kanal auch und ist anguckbereit. Ich denke, da habe ich mich auch nicht so doof angestellt. Das, was mich nur ärgert bei dem Spiel, war, der hatte auch einen DLC, einen Story-DLC. Aber das habe ich nicht gerafft, dass man das noch im eigentlichen Spiel spielen muss, so wie jetzt unsere Freizeitpark-Geschichte, weil man es im Nachgang nicht mehr hinkriegt. Man kann sich starten separat. Ja, daher habe ich diesen DLC nie gespielt und hatte noch nicht die Muse, das Spiel nochmal durchzuspielen. Mal gucken. Vielleicht habe ich mal Lust. Dann spiele ich für mich den DLC, weil da würde ich auch mal. Wäre echt mal interessant zu wissen, was da noch zu erleben gibt. Gut. Das einzig Ärgerliche war an dem Spiel, muss ich sagen, war diese. Ja. Diese Funktion, dass man Gegner quasi anpeilt. Das war sehr, sehr, sehr ungenau teilweise. Also bei dem einen Boss, da habe ich ja ewig dran gehangen. Das war so nervig, weil der einfach nicht anvisiert hat, so wie er sollte. Er hat immer irgendwas anderes gemacht oder hat auf einmal anvisiert, obwohl ich gar nichts gedrückt habe zum Anvisieren. Oh, das war so furchtbar. Und als ich es dann nicht gemacht habe und einfach nur blöd und wild vor mich hingeschlagen, dann habe ich ihn gelegt. Das ist so ein bisschen das Doofe an dem Spiel gewesen. War aber auch so ziemlich das einzige. Nervige Gegner, aber das muss sein. Also am Schluss diese ganzen Quallenviecher, die hätten sie sich, glaube ich, sparen können. Also als sie dann versucht haben, hier permanent nur noch die Teile da zu verhackstücken. Das war schon ein bisschen übertrieben, fand ich doch, ja. Aber sonst ganz schön. Echt schön. Und es hat auch Spaß gemacht, die Rüstungsteile zu sammeln. Es war aber echt so ein bisschen zur Motivation. Auch die ganzen Waffen. Wir haben jetzt auch noch eine neue Waffe gekriegt. Was passiert eigentlich mit der? Das ist auch eine gute Frage. Kommen die jetzt ins New Game Plus? Das werden wir dann gleich rausfinden. Oh je, jetzt sind wir noch bei den Französischen. Kann ich das abbrechen? Jetzt kommt ja nicht mal. Ah ja, guck mal. Kommt ja nicht mal Musik. Dann würde ich sagen, für die. Das ist schön. New Game Plus ist freigeschalten. Für die Zuschauer auf YouTube, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zugucken. Mit dem Mitfiebern. Und ich denke, wir sehen uns bestimmt an einem anderen Let's Play. Ich überlege mir mal was Schönes, was ich jetzt als nächstes anstelle. Und bleibt uns gewogen. Wir sehen und hören uns das nächste Mal. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.